Suchmaschinen und Rennbahnen haben etwas gemeinsam. Hier will jeder die Nummer 1 werden. Ein Platz ganz oben auf der Google-Trefferliste lässt Besucher auf die Seite strömen. Vor allem kommerzielle Webseiten geben deshalb viel Geld aus für die sogenannte Suchmaschinenoptimierung. Fabian Siegmund verdient sein Geld mit SEO. Das steht für Search Engine Optimization. Siegmund verändert Texte, Überschriften und den Aufbau einer Website so, dass Suchmaschinen sie für besonders wichtig halten und oben in den Ergebnissen anzeigen. Oft arbeiten SEOs mit versteckten Texten und Skripten, die zwar von Suchmaschinen entdeckt werden, für Menschen aber unsichtbar sind. Das verärgert viele Netznutzer, denn dadurch finden sie oft nicht die besten Websites zu einem Thema, sondern nur die am besten optimierten. Die SEO-Branche hat leider so einen schlechten Ruf, weil sie mit Google-Manipulation gleichgesetzt wird. Ja? Es geht darum, dass Leute auch gemerkt haben, sie sind auf Internetseiten gekommen, haben nach irgendwas gesucht und plötzlich stehen da 5000 Mal so Suchbegriffe, die eigentlich wenig mit dem Thema zu tun haben oder sich sehr unnatürlich einfach anfühlen, wenn man drüber liest. Google ist die mit Abstand beliebteste Suchmaschine der Deutschen. Mehr als 90% aller Suchanfragen laufen hierzulande über Google. Pascal Jürgens von der Uni Mainz hat das Verhältnis der Deutschen zu ihrer liebsten Suchmaschine genauer untersucht und ist auf viel Naivität und blindes Vertrauen gestoßen. Also die Leute gehen davon aus, dass Suchmaschinen genau die objektiv richtigen, vertrauenswürdigen Ergebnisse bringen, die sie erwarten. Das haben wir hauptsächlich in der qualitativen Studie festgestellt, wo die Leute gesagt haben, Google ist sowas wie ein neutrales Tor zum Internet, das mir immer genau die richtigen Informationen liefert. Die Deutschen haben also ein geradezu religiöses Verhältnis zu Internetsuchmaschinen. Sie glauben an ihre Unfehlbarkeit. Dabei sind Suchmaschinen in Wahrheit so dumm wie jede andere Software. Wer die Algorithmen versteht, nach denen Google und Co. Webseiten bewerten, der kann sie austricksen und Relevanz vortäuschen. Das ist für den Nutzer fatal. Denn Suchmaschinen haben einen großen Einfluss darauf, was er tut oder lässt. Wenn ich zum Beispiel auf einer Preissuchmaschine, auf einer Urlaubssuchmaschine, das ist jetzt nicht Google, aber wenn ich da suche nach einem Urlaub, dann bestimmt diese Suchmaschine, welche Dinge ich sehe, welche Reisen ich sehe, welche Preise ich sehe, was ich bezahle, wohin ich fahre, was mir am besten erscheint, weil ich ja natürlich nicht alle Daten selber durchgehen kann. Das heißt, eine Suchmaschine ist nicht nur irgendein neutraler Vermittler, sondern hat ganz reale Konsequenzen für das, was ich hinterher an Informationen ausziehe. Unternehmen wollen ihre Produkte platzieren, Promis ihr Image aufpolieren und politische Gruppen ihre Ideologien verbreiten. Daher dopen sie alle ihre Websites mit immer neuen Tricks. Google geht beispielsweise davon aus, dass gute Seiten von anderen oft verlinkt werden. So ein Link-Netzwerk auf ehrliche Weise aufzubauen, ist viel Arbeit und dauert lange. Manche Webseitenbetreiber nehmen eine Abkürzung. Zehntausende Links auf die eigene Seite gibt es auf eBay schon fertig im Paket zu kaufen. Zum Spottpreis. Automatisierte Spam-Software überflutet Blogs und Foren mit Einträgen und Links. An anderer Stelle wachsen Linkfarmen heran, also Netzwerke aus Seiten, deren einziger Zweck es ist, gegenseitig auf sich zu verweisen. Google versucht dem Suchmaschinen-Spamming so gut es geht einen Riegel vorzuschieben. Und droht mit Strafen. Wir haben ganz klare Richtlinien veröffentlicht für Webmaster, welche Maßnahmen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung zulässig sind und welche nicht. Wer sich nicht an diese Richtlinien hält, der riskiert es, dass seine Seite entweder eine Abstufung in den Listen auf unseren Ergebnisseiten erfährt oder im schlimmsten Fall sogar ganz entfernt wird aus den Suchergebnisseiten. Um den Missbrauch zu erschweren, verändert Google ständig seinen Algorithmus, mehrere hundertmal im Jahr. Und jedes Mal verfeinern auch die SEOs ihre Methoden und Strategien. Manche von ihnen sind inzwischen dieses Hase-und-Igel-Spiel müde und stellen der eigenen Branche die Sinnfrage. Die grundsätzliche Frage ist, bringt das einen Mehrwert? Und hat diese Seite Relevanz? Hat dieser Backlink, dieser Link, den ich zu dieser Seite setze, dort an dieser Stelle Relevanz? Und wenn ich diese Frage nicht mit Ja beantworten kann, dann sollte ich es einfach sein lassen. So einfach ist es. Die Sinnkrise der SEOs könnte zu spät kommen. Denn die Zukunft der Internetsuche lautet Personalisierung. Schon heute experimentiert Google damit, Suchenden individuelle Ergebnisseiten anzuzeigen, abhängig von ihren vorherigen Suchen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann gibt es schon bald kein einheitliches oben auf der Trefferliste mehr, weil jeder Nutzer dann seine ganz eigenen Suchergebnisse bekommt. Spätestens dann müssen sich Suchmaschinenoptimierer völlig neu erfinden
Oder der Beruf wird neben Glasbläser und Schriftsetzer in den Geschichtsbüchern landen.